wenn sich die Gesellschaft oder die Menschen untereinander, das entsteht ja immer wirklich so im Miteinander, in der Begegnung, bin ich der Meinung, entsteht die Energie, ja, entsteht die Energie und das kann sie entweder potenzieren, das heißt, wir schaffen immer wieder was Gemeinsames, ja, was eben dieses Drei ausmacht, oder wir beuten uns gegenseitig ganz unbewusst aus und sagen, gib du mir, ich gebe dir. Na, das ist so das alte und das neue System. So ist das für mich irgendwie seit längerer Zeit. Okay, jetzt fangen wir einfach einmal an. Ja, hallo meine lieben Geoleben, TV-Zuseher, ihr seht neben mir, gibt es wieder einmal einen Interviewpartner auf meinem Kanal. Zur momentanen Corona-Krise habe ich mir eben gerade den Doc Belsky, so mit diesem Namen ist er auf YouTube und auf seiner Facebook-Seite und ich weiß nicht, wo noch zu finden, mit dem ganzen Namen heißt er eben Dr. Jaroslav Belsky, ist Zahnarzt in Wien mit einer relativ großen Praxis, was ich so mitbekommen habe. Ja, und er ist jetzt wirklich so einer der Akteure, der Aktivisten, möchte ich fast sagen, jetzt in Sachen Corona, die man jetzt in Österreich so mitbekommt. Und ich muss wirklich sagen, ich war richtig erleichtert, wie ich gesehen habe, da gibt's endlich ein paar Leute, die machen da endlich was zu dem Ganzen, weil die ersten paar Wochen hat man da wirklich so das Gefühl gehabt, es sind wir alle in Schockstarre und keiner weiß eigentlich so richtig, was passiert und jeder hat nur mehr brav das gemacht, was jemand gesagt wurde. Und dann gibt's doch Leute, die stehen endlich auf. Und einer davon, wie gesagt, ist der Jaroslav Belsky. Und jetzt sage ich mir, hallo Jaroslav, danke dir, dass du so super schnell, spontan das ermöglicht hast. Auch ich habe dir heute, ich weiß nicht mehr was, gegen Mittag geschrieben. Jetzt haben wir 3:30, also uns auch schon dieses Interview gemeinsam jetzt gleich mal verwirklicht. Also nochmal danke, dass du da bist. Und vielleicht magst du einfach mal kurz zum Einstieg einmal sagen, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da wirklich einer derjenigen bist, die da ganz, ganz viel aufwirbeln, ganz, ganz viel an Informationen an die Leute bringen und da echt aufstehen. Was hat dich da gebissen, sage ich mal? Also zuerst vielen Dank, dass wir miteinander plaudern dürfen. Wir klären jetzt seit Mitte Jänner, da sind die ersten Videos rausgekommen bezüglich Corona auf, weil mich in der Mainstream-Berichterstattung vieles nachdenklich gemacht hat. Angefangen hat das mit der Corona-Herkunftsgeschichte. Wir haben ja gehört, oder das war so die offizielle Seite, dass also ein Ophthalmologe, ein Augenarzt in Wuhan, dass der bei einem 80-jährigen Patienten, der eine Grippe gehabt hat, dass der eine PCR gemacht hat, veranlasst hat. Mhm. Jetzt muss man halt wissen, ich habe Molekularbiologie studiert und Humanmedizin und jetzt muss man wissen, dass so eine PCR, das ist also eine Methode, eine Labormethode für Molekularbiologen, wo sie genetisches Material vervielfachen, damit sie dann im Labor damit arbeiten können. Das ist aber für die klinische Virologie, also für den medizinischen Bereich, ist das einmal völlig ungeeignet. Und was mich dann auch noch nachdenklich gemacht hat, das sagt zu dem Thema nur klinische Virologie, der Erfinder der PCR, der Gary Mullis, da findet man auf YouTube noch ein Video, der erzählt im Zusammenhang damals mit HIV und AIDS, dass also die PCR ein völlig unbrauchbares Mittel ist, um in der Virologie zu arbeiten. Also das hat der Erfinder, der hat den Nobelpreis dafür bekommen, der hat das damals auch schon erkannt. Wir können dann auf Details eingehen, wenn es euch interessiert. Und ein weiterer Punkt war eben dieser Augenarzt, weil wieso macht ein Augenarzt eine Untersuchung, die er nicht in seinem Leistungskatalog hat? Das heißt, wenn du zu mir kommst und ich sage, oder eine Frau kommt zu mir in die Zahnarztordi und ich sage dann, du, wir machen jetzt einen Vaginalabstrich, dann wird ja jeder sagen, du, Moment mal, wieso machst du als Zahnarzt einen Vaginalabstrich? Ja, das macht man als Zahnarzt nicht. Ja, das sind Untersuchungen, ich kann es nicht abrechnen, ich habe keinen Leistungsposten dafür und. Da gibt es also viele Punkte, wo ich habe, die einem zum Nachdenken gebracht haben.
Und wir haben dann sehr früh angefangen zu recherchieren. Ich habe ein Video gemacht, das ist noch immer auf YouTube, nennt sich Coronavirus-Veräppelung, wo ich nur die Daten, die Studien bringe, was bezüglich Corona schon bekannt ist. Und da es in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal solche Aktionen von der WHO gab, ich erinnere nur, da gibt es auch gute Dokus, H5N1 antwortet nicht. Das war die Vogelgrippe. Mhm. Oder Profiteure der Angst, die Schweinegrippe, findet man auch auf YouTube. Mhm. Das waren also immer wieder losgetretene Pandemien, die sich dann retrospektiv herausgestellt haben, dass es gar keine Pandemien waren. Immer die gleichen Akteure, ein Herr Drosten, Robert-Koch-Institute, WHO. Das waren sozusagen die Beweggründe, wieso ich dann angefangen habe, mich mit Corona immer mehr auseinanderzusetzen. Dann kamen YouTube-Videos, Löschungen dazu. Und dann haben wir in einer Blockchain dieses coronadatencheck.com aufgebaut, wo wir in einer Blockchain alle möglichen Videos, alle möglichen Dokumente sichern, damit sie nicht gelöscht werden können, damit die Menschen auch eine Möglichkeit haben, sich einmal abseits des Mainstreams zu informieren. Ja, ist ja spannend, aber was hat dich da jetzt wirklich so kitzelt? Weil man könnte ja sagen, na gut, das sind so Dinge, die kriege ich jetzt mit, ich bin Zahnarzt, ich verdiene gut, bei mir läuft alles gut, könnte man ja an sich vorbeilaufen lassen. Ja, naja, was mich gekitzelt hat, wenn man jetzt als Mediziner, und ich habe nicht nur jetzt Zahnarzt, ich habe die Kieferchirurgie-Ausbildung gemacht, ich war lange Zeit im Spital, über 10 Jahre im Spital gearbeitet, wenn man also diesen Mikrokosmos kennt und wenn man dann sieht, wie dieser Mikrokosmos immer mehr beginnt, in die Hände von Globalisten zu fallen, das heißt, was die meisten Menschen nicht wissen, dass ein Herr Bill Gates über Jahre, Jahrzehnte sich in Pharmakonzernen eingekauft hat, dass ein Herr Bill Gates Hauptsponsor der WHO ist, dass ein Herr Bill Gates einen Mann als WHO-Chef installiert hat, Tedros Adhanom, der während Mugabe, also während in Äthiopien, diesen Diktator Mugabe war, der Gesundheitsminister, und der hat dort ein Genozid veranstaltet. Da sind über 2 Millionen Menschen verschwunden. Darüber gibt es, wir haben das auf coronadatencheck.com publiziert, da gibt es Berichte von Hilfsorganisationen, da gibt es Dokumente, da gibt es Gerichtsbeschlüsse, da gibt es also extrem viele Daten. Und wenn man also all diese Dinge auf dem Radar hat, was da eigentlich medizinisch abgeht, und dann solch eine Bewegung, wie sie jetzt heute stattfindet, dass wir im Endeffekt Menschenrechtsverletzungen haben, dass wir Aktionen starten, wo die Bevölkerung ja offensichtlich geschädigt wird, weil das, was hier gemacht wird, das ist ja nicht evidenzbasierte Medizin. Wenn ich den Menschen vom Tageslicht entferne, wenn ich den Menschen von der frischen Luft entferne, wenn ich ihn in Distress versetze, die ganze Zeit in Angst vor Stress, so schädige ich die Gesundheit. Und das passiert ja jetzt gerade. Ja, das heißt, das sind alles Dinge, die dann einen auch aufhorchen lassen, wenn man in diesen Mikrokosmos im Medizinbusiness steckt. Und es war jetzt einfach der Punkt, wo ich und auch andere Menschen gesagt haben, du bisher und nicht weiter. Wir stehen an der Klippe. Man macht uns einerseits unsere Lebensgrundlage kaputt. Das heißt, es werden Betriebe gesperrt und. Man behandelt uns wie kleine Kinder, wie Schulkinder. Wie weit soll es jetzt noch gehen? Es ist ja nicht so, dass diese Entwicklungen von einem Herrn Bill Gates, von diesen Globalisten, das haben viele Menschen schon seit Jahrzehnten auf dem Radar, auch ich. Nur es war uns immer zu blöd, da jetzt irgendwie uns dagegen aufzulehnen, weil man eh mit seinem kleinen Leben sehr beschäftigt war. Genau. Nur jetzt ist man an einem Punkt, es geht nicht mehr, wir stehen vor der Klippe und was soll man jetzt machen? Genau. Ja, es fallen ja immer wieder die gleichen Namen in die Richtung. Man tut ja immer ganz gern alles oder sehr viel als Verschwörungstheorie ab. Und was natürlich aber dann auch spannend ist, dieser Bill Gates, ja. Ich bin ja auch noch für sich jemand, der versucht, wirklich sehr neutral an die Menschen heranzugehen. Und generell sehe ich immer so dieses Gute. Also für mich funktioniert nicht, dass ein Mensch von Haus aus irgendwie jetzt schlechte Absichten hat. Die Frage ist für mich dann aber, was bewegt Menschen dazu, wirklich dann Dinge voranzutreiben zu wollen, die dann auch noch verfielen als
wunderbar und sehr gut zu verkaufen. Und Bill Gates erreicht ja auch, glaube ich, Menschen, die sagen, er ist ein toller, smarter Typ und der gibt wieder was zurück von seinem Reichtum. Aber was ist deiner Meinung nach, was könnten da Motivationen sein, die Menschen, wie Bill Gates einfach dazu wirklich veranlassen, solche Dinge dann voranzutreiben? Also ich probiere immer, und ich sage das auch auf allen Plattformen, ich versuche nicht über meine Meinung zu reden, sondern ich versuche über Muster zu reden. Und ich werde dir bezüglich Bill Gates mit einem Muster antworten. Ja? Wir als Gesellschaft, wir leisten enorm viel und wir bringen unsere Entwicklung an einen Punkt, wo wir mit dem normalen Handel nicht mehr weitergekommen sind. Das heißt, die Schreibmaschine und die Lochkartensysteme, das war zu wenig. Die Wirtschaft brauchte mehr Rechenleistung, die Wirtschaft brauchte mehr Computer. Ja, und wenn ich sage die Wirtschaft, da muss uns immer klar sein, das ist eine Entwicklung, die häufig auf Kosten von anderen entsteht. Das heißt, wäre der Bill Gates in Afghanistan groß geworden, wäre er nicht der Bill Gates geworden. Aber da gibt es also Entwicklungen vom Volk und dann beginnen in tausenden Garagen-Nerds an etwas zu arbeiten. Und diese Nerds kommen dann durch viel Ellbogentaktik und durch Linke und Verbiegungen werden sie durch den kollektiven Bedarf in die Höhe geschleudert. Und bei Bill Gates kann man das ja sehr gut nachverfolgen. Er hat ja das Betriebssystem, das damalige MS-DOS, das hat nicht er entwickelt, sondern das war ein Nerd, ein Nachbar, der nannte das QDOS, Quick and Dirty Operating System. Und der Bill Gates, seine Mutter war aber mit dem damaligen IBM-Chef sehr gut verbandelt. Die gingen gemeinsam in eine Kirchenkommune, Kirchengemeinde. Und der damalige IBM-Chef sagt zu dieser Frau, du, dein Bub, der hat ja da irgendwas mit einem Betriebssystem, kann er uns das einmal geben? Und der Bill Gates hat das Betriebssystem genommen von seinem Nachbarn, hat ihm das vorgestellt, hat ihm das als seins verkauft. Da gab es dann auch Gerichtsprozesse, er hat den dann auszahlen müssen später. Und so wurde jetzt Bill Gates langsam groß. Und wenn man sich all diese Gurus anschaut, diese Wirtschafts-Opinion-Leader, wenn sie jung sind, dann sind sie noch ganz schüchtern und dann stehen sie so da bei den Aufnahmen, wie sie angefangen haben. Und dann werden sie durch die kollektive Aufmerksamkeit weiter nach oben gehoben und irgendwann spielt dann das Ego einen Streich und sie werden dann plötzlich zu den größten Wirtschaftsmagnaten und. Ich gebe immer dieses Beispiel, ich könnte mich heute herstellen, wir haben in Österreich eigentlich die größte private Ordination und ich könnte sagen, ich bin so ein super toller Typ, ja, ich habe es geschafft, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich wurde zu einer Zeit groß, wo das Internet angefangen hat. Ich hatte das Glück, in eine Schule zu gehen, die hauptsächlich in Computernetzwerke, wir waren in der Bolgerstraße die erste AHS mit einem Computernetzwerk. Unsere Schularbeiten schauten so aus, dass wir uns nicht den Stoff aneigneten, aber wir eigneten uns an, wie wir uns beim Professor reinhacken können, damit wir sozusagen die Aufgaben lösen, ja, oder gegenseitig. Und so kamen Zufälle aufeinander und ich durfte mit dem Internet groß werden, konnte dadurch die Menschen auf Augenhöhe aufklären, konnte dadurch die Orti voll bekommen, dass ich nicht gezwungen war, aus Krankheit ein Geschäft zu machen. Und dann irgendwann steht da so ein großes Baby. Aber wäre das nicht ich gewesen, dann hätte halt irgendein anderer diese Chance ergriffen. Nur, das erfordert ein gewisses Maß an Reflexion. Und das fehlt häufig diesen Eliten. Und dein Herr Bill Gates, er gibt ja immer wieder von sich, dass er Angst hat, wir sind zu viele, Schlagwort Überbevölkerung, man muss das kontrollieren. Er sagt das auch ganz offen in seinen Talks. Nur natürlich, und da beginnt jetzt wieder der Gutmensch, ich verwende diese Worthülse Gutmensch, Menschen, die so ein bisschen einen oberflächlicheren Zugang zum Leben haben, die sagen dann, naja, Moment, aber der Bill Gates, der macht ja zum Beispiel Impfungen. Ja, er macht Impfungen. Hat er in Afrika gemacht. 1,5 Millionen Mädchen wurden dort geimpft. Aber was er nicht dazu gesagt hat, dass in der Impfung nicht nur Mumps, Masern, Röteln war, aber es waren auch Antikörper gegen HCG drin. Das hat dann die UNICEF und Ärzte nachweisen können. Er hat diese Mädels alle zwangssterilisiert.
Das sind dann auch die Taten, die einen verraten. Und natürlich wird sowas aber, wenn er oft tät oder wenn er irgendwo etwas erzählt, das wird nicht gebracht. Das hört sich ja super an, wenn er sagt, naja, ich unterstütze jetzt die WHO. Aber er sollte auch dazu sagen, dass er zum Beispiel, und ich habe ein Video gemacht auf coronadatencheck.com über den Bill Gates mit Dokumenten belegt. Er hat zum Beispiel 2 Tage, bevor die WHO diese Pandemie ausgesprochen hat, hat er in Hochrisiko-Papers investiert, Aktien, in Aktientiteln investiert, die sehr risikoreich waren, die mit Impfstoffen zu tun hatten, mit der Pharma. Und 2 Tage später ruft die WHO plötzlich die Pandemie raus. Und genau seine Aktien sind enorm gestiegen. Das hat man ihm sogar dann auch vorgeworfen. In Wirtschaftsjournalen hat man geschrieben, naja, also das hat schon einen komischen Beigeschmack, lieber Bill Gates. Ja? Nur das hören wir ja nicht im Mainstream. Einem Herrn Bill Gates und dieser ganzen Elite, denen geht es nur um Kohle. Weil wenn mir heute jemand sagt, zum Beispiel auch unsere Regierungen jetzt, du, schützen wir den alten Menschen? Na, dann sage ich nur darauf, liebe Leute, wenn ihr den alten Menschen schützen wolltet, wieso habt ihr jetzt 10, 20, 30 Jahre die Altenbetreuung völlig an die Wand gefahren? Wieso habt ihr das Gesundheitswesen zu Tode gespart? Wieso lässt sie es zu, dass täglich 40.000 Menschen an Hunger sterben? Das ist doch eine Doppelmoral, die seinesgleichen sucht. Ja? Auf der einen Seite jetzt zu erzählen, du, es geht um die armen Alten, aber die Taten dahinter, die sind ja ganz andere. Und ich habe eines im Leben gelernt. Ich höre nicht mehr auf Worthülsen. Ich schaue mir die Taten an. Ja, so richtig, wichtig, richtig gesprochen. Die Frage, die sie mir dann trotzdem immer wieder aufmacht, ist, wenn man so viele Dinge weiß, die sehr offensichtlich sind über einen Mann wie Bill Gates, ja, was spielen dann die Menschen, die dann davon profitieren, sage ich jetzt mal Politik, Staaten, die WHO, was spielt die für eine Rolle? Wollen die das nicht sehen? Können sie das nicht sehen? Oder spielen die da einfach bei dem Spielchen brav und ganz bewusst mit? Naja, die spielen, schau, wir haben ja ein System, wir haben ja eine Gesellschaft, wo jetzt nicht der Nachhaltige nach oben kommt, der ethisch, moralisch denkt, die zweite Wange hinhält. Ich male jetzt wieder so ein Bild, McDonald's ist ja nicht oben, weil es die Angestellten so fair bezahlt, weil es die Zulieferer gut bezahlt, weil es so qualitativ hochwertiges Essen macht, sondern McDonald's ist oben, weil sie es genau umgekehrt machen. Das heißt, wir haben uns ein System etabliert, wo nicht die Guten nach oben kommen. Nur, das wird natürlich so nie ausgesprochen, sondern das wird dann verpackt. Es gibt in Amerika einen eigenen Begriff dafür, dieses Green Painting. Ja? Alles Bio. Ja, natürlich. Mhm. Die Versicherungen sind für dich da und die Banken wollen nur dein Bestes. Ja? Nur die, und wir Menschen sind leider so gestrickt, dass wir uns häufig von diesen Worthülsen abholen lassen. Das erzeugt bei uns ein gutes Gefühl und dann achten wir nicht mehr auf die Taten. Und diese ganzen Strukturen wie WHO, wie das sind viele, viele Institute, viele, viele Firmen, die alle ihre Einzelinteressen verfolgen in einem gewissen Rahmen. Und eines haben sie alle gleich. Sie wollen mehr Geld und mehr Macht. Und wenn wir uns ehrlich sind, was wollen wir, der kleine Arbeiter? Wir haben ja auch im Hinterköpfchen, wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen größer werden, wir wollen. Das ist ja eine Krankheit, die wir alle im Bewusstsein haben. Nur der große Unterschied zwischen einem Bill Gates und jetzt zum Beispiel dir oder mir ist, der Bill Gates ist ein größeres Arschloch. Das ist das Einzige. Ja, danke, ganz lieb. Plakativ gesprochen, ja, deswegen nein. Weiter oben. Es ist mir schon klar, ich muss ein bisschen lachen, weil ich habe heute gerade einen Post geschrieben diesbezüglich, weil es natürlich auch um das geht, dass ich verwehre mich ja ganz gern gegen dieses Modell, es gibt die Bösen und die Guten. Ich denke mir, diese Muster, wie du diese Dinge gerne nennst, die gibt es eben nicht nur bei den Reichen, die gibt es natürlich auch bei den Kleinen. Richtig, das ist in uns. Das haben wir alle in uns drinnen. Wir wollen alle mehr. Wir brauchen doch alle nochmal selbst bei uns in unserem
Cosmos, Mini-Cosmos einfach nachschauen, wie es da funktioniert. Auch richtig. Da wird über Dinge drüber hinweg geschaut. Da wird was gefaked, da wird was gefälscht, da macht man was, um besser dazustehen. Wenn es ein bisschen mehr Geld dafür gibt, ja, dann macht man es noch lieber. Also diese Dinge haben wir alle etabliert, denke ich mal, in unserer Gesellschaft. Es fängt halt natürlich, umso weiter das raufgeht, umso mehr stinkt es halt dann. Ja? Oder wie du gesagt hast, da sind halt dann die Arschlöcher größer, beziehungsweise ich denke, die merken es auch gar nicht mehr so in die Richtung, weil die sind ja ganz anders auf einem anderen Level. Und ich glaube, das ist also der Grund, warum so Menschen dann eben sehr, sehr gut schlafen können, weil sie es, glaube ich, einfach nicht mehr spüren. Ja, die sind schon so weit weg und glauben das ja selber oder empfinden es vielleicht auch nicht ganz viel anders, als wie wenn jetzt. Der ist der Überzeugung, der macht was Gutes. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Denkt das, vielleicht hat er mal so ein bisschen das Gefühl, dass er sich denkt, okay, gut, da habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. So wie halt von mir aus jemand auch, der mal, weiß ich nicht, 5 Cent aus der Kasse herausnimmt. Ja. Da oben sind es halt mehr, nur der ist halt da was anderes gewohnt, der hat ein anderes Niveau. Und ich habe mir heute auch dein Video angeschaut bezüglich unserem Bundeskanzler, ja, den Herrn Kurz, was ich auch sehr wichtig gefunden habe, auch diese Sichtweisen, dass es eben um diese Verstrickungen auch geht. Ja, dass, wenn ich es kurz so ein bisschen überschlagen darf, es geht um diese Verstrickungen, der eine ist mit dem und jeder will was von jemand, der eine macht eine kleine Gefälligkeit, der andere macht eine andere. Und diese Dinge, die hat man ja nicht ständig als ein Ganze am Schirm, sondern da ist halt da ein Freund, also der hat mit dem ein bisschen was zu tun, das weiß ich gar nicht, man macht ja nichts, und sonst mal trifft man da wieder. Und so, glaube ich, sind wir alle recht gut oder auch unsere oberen Kreise, ja, denen wir ja das alles nicht zutrauen. Ja, wir hatten hier einen Kurz ja schon mal in Jean gesehen oder sonst irgendwas. Wir kennen den ja nur als braven, tollen, im feschen Anzug und mit Krawatte und wunderbarer Frisur. Ja. Wir wissen ja gar nicht, dass die auch ein Leben haben und eigentlich auch normale Menschen mit diesen normalen Dingen sind. Und da passiert das halt genauso. Und ja, vielleicht magst du einfach auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie das dann auch sich auswirkt, eben wenn so ein Kanzler auch Kontakt zu jemandem hat, der ein guter Freund von ihm ist und der aber irgendwie auf der linken Seite sogar ein bisschen ein Dreck am Stecken hat. Wie dieser Herr Ho oder Hu. Ja, der Martin Ho, ich und wir müssen ja nicht jetzt Kurz und der Mart wird, das ist in jeder Partei oder in allen sind ja diese Vernetzungen. Wie wirst du Politiker? Du wirst ja nicht Politiker, wenn du jetzt den kleinen Mann vertrittst, sondern du wirst Politiker, wenn du bei den Bierfesten, bei den Treffen, bei den Netzwerken die Großen vertrittst, ja, die das Kapital haben. Wenn du denen nach der Pfeife tanzt, dann kriegst du eine Spende, dann kannst du ein besseres Marketing für dich machen, für deine Partei. Das heißt, das ist ja alles miteinander verwoben. Und so wie du eben meinst oder sagst, das haben wir ja in uns drinnen. Und ich gebe in dem Zusammenhang immer dieses Beispiel mit der Partnerschaft. Ja, wir schaffen es ja nicht einmal in der Partnerschaft zu lieben. Ja, wie ist das gemeint? Wenn jetzt zum Beispiel mein Partner kommt und sagt, du, Jaroslav, ich habe da einen tollen Typen kennengelernt und der ist so muskulös und so und ich hätte gern mit dem Sex, ja, dann reagieren wir ja nicht, dass wir sagen, hey Schatz, das freut mich für dich, bitte gönn dir eine tolle Nacht und wenn du dann wieder kommst, ich nehme dich in Schoß und ich habe dann einen Kuchen backen, ja, ich stelle sozusagen die Bedürfnisse des anderen über die meinen, so reagieren wir nicht in Liebe, das würde ja Liebe bedeuten, sondern wir reagieren mit Verlustängsten, mit Eifersucht, mit egoistischen Gefühlen, na, den wirst du nicht sehen und ich bin jetzt an deiner Seite und. Wir schaffen es ja nicht einmal, Liebe in einer Partnerschaft zu leben, dass wir die Bedürfnisse des anderen über die eigenen stellen. Und wir erwarten uns aber, dass ein wildfremder Politiker in Liebe mit uns umgehen wird. Und das ist etwas, ich glaube, wir müssen rethink everything. Wir Menschen, wir müssen wahnsinnig viel überdenken in unserem Leben. Was ist Liebe? Was ist Gemeinschaft? Ist es sinnvoll, alles mit materiellen Werten zu bemessen? Weil wie messe ich dann Ethik?
Wie messe ich Freundschaft? Wie messe ich Moral? Ja, das kann ich schwer mit Geld benennen, bewerten. Aber das sind ganz wichtige Dinge in einer Gesellschaft. Ja, so funktioniert eigentlich eine Gesellschaft. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, und da sehe ich auch die Chance dieser Corona-Krise, dass ich sage, du, wir haben jetzt wirklich einmal die Möglichkeit, uns mit vielen, vielen Themen zu beschäftigen. Und es wird nichts bringen, wenn wir jetzt böse auf einen Kurz zeigen oder böse auf eine Merkel zeigen oder was weiß ich. Weil das sind ja nur Platzhalter. Das sind Platzhalter eines Systems, das wir alle in uns tragen. Ja, genau so sehe ich das auch. Wobei mit der Großzügigkeit beim Sex und so. Da geht es ja ganz. Das ist genau die Sexualität. Ist ein hartes Beispiel, würde ich sagen. Ist ein hartes Beispiel, weil wir so geprägt wurden. Ich habe zu Leonie und Amelie, das sind die beiden Menschen, die mich Papa nennen, ich habe ihnen immer gesagt: Mädels, geht's da raus und bugert's was das Zeug. Weil nur so werdet ihr zu der Erkenntnis kommen, dass euch das nicht glücklich machen wird. Unsere Generation, du und ich, wir sind ja die ganze Zeit klein gehalten worden mit der Sexualität. Ja. Man hat uns erzählt, also mir zumindest, du, die Richtige da draußen wirst du schon finden. Ja. Und ich bin wie ein Trottel als Jugendlicher, habe mich immer gewaschen, ja, bevor ich in die Stadt gegangen bin. Alles war blitzblank. Ja. Na, weil ich damit gerechnet habe, na, vielleicht treffe ich ja heute die Richtige. Ja. Mir hat keiner gesagt, was eigentlich Sexualität ist. Mir hat keiner gesagt, was zwischenmenschliche Interaktionen sind, ja? Sondern das war dieses Thema, na, den Richtigen wirst du finden. Ja? Und deswegen sind wir auch, also ich, wir sind die Burschen, wir sind herumgelaufen, die Zunge runterhängen, und wenn ein Mädel mit einem Minirock herumgerannt ist, die Mädels haben sich immer gegeben, sie müssen erlegt werden. Ja? Auch da gibt es einen riesigen Wandel in der Sexualität, und das ist auch gut so. Ja? Aber man sieht einfach, wie viele Normen und Dogmen wir da aufinstruiert bekommen haben, die uns ja im realen Leben überhaupt nicht weiterbringen. Ja, lieber Jaroslav, da hast du recht, und da machen wir natürlich jetzt auch wieder viele, viele Schubladen auf in die Richtung. Denken wir, da kann man natürlich länger drüber reden, in was für Richtung das es gehen soll, vor allem was Werte betrifft oder Bedürfnisse, wahre Bedürfnisse der Menschen. Ich denke, das sind sicher Dinge, die sollte man überdenken, die sollte man miteinander sich ausverhandeln. Und schlussendlich denke ich, man soll sich sein jeder dann halt auch für sich auswählen können, wie er eben zum Beispiel eben auch Sexualität lebt. Aber ich bin natürlich bei dir, da haben wir natürlich ganz klare Dogmen, was diese Dinge alles anbelangt. Und das Schwierige dabei ist wahrscheinlich auch das, weil wir irgendwas immer haben, die Richtige. Du hast ja gesagt, um die Richtige zu finden, wir haben immer was, wonach wir dann sozusagen Ausschau halten, und das macht uns natürlich eng, ja, denke ich, das macht uns natürlich eng, wirklich mit einem Weitblick durch die Gegend zu gehen und wirklich zu schauen und offen zu sein, was es nicht automatisch heißen soll, dass man jetzt umso mehr, umso besser, aber einfach offen zu sein für Dinge, die auch 1 und 1 eben 3 ausmachen und nicht nur 2. Jaroslav, schauen wir wieder mal ein bisschen zum ganz Praktikablen, zur Corona, Corinna, wie auch immer. Was würdest du, man, es ist so, den einzigen Sozialkontakt, den ich zurzeit habe, so einzig richtigen, das ist, wenn ich einkaufen gehe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. So in Richtung, ich habe ja auch Homeoffice zurzeit, komme kaum raus. Meine Lebenspartnerin, die ich sehr liebe und von da jetzt auch sehr, sehr grüßen mag, lebt in Deutschland. Was es natürlich zurzeit nicht einfach macht. Das heißt, wir sehen uns einfach auch nicht, außer natürlich täglich über die Medien, die es auf deinen Seiten wieder Gott sei Dank möglich machen. Dank Bill Gates. Ist jetzt ein bisschen eine blöde Geschichte. Aber ja, was wollt ihr jetzt eigentlich, wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Beim Einkaufen fällt mir halt auf, dass Menschen doch irgendwie so das Gefühl habe, sehr, sehr ängstlich sind. Was würdest du diesen Menschen raten, jetzt mal so als Mensch, ja, als nicht als Wissenschaftler, als Arzt oder Mikrobiologe, sondern was würdest du denen als Mensch raten, die alle so mit dem Mundschutz und Handschuhen und da hineingehen und jeder rennt mit einem Wagerl durch die Gegend. Was würdest du denen zu diesem Coronavirus einfach auch mal mit auf den Weg geben wollen, so mit der Absicht, vielleicht, Leute, entspannt euch ein bisschen.
Was man hier für ein Muster festhalten kann, es hat uns noch nie ein Virus umgebracht. Das heißt, wir haben ja tausende Menschengeschichte, wir werden immer mehr und wir leben ja die ganze Zeit mit Mikroben, mit Bakterien, Viren, Pilzen und, und. Das Phänomen des Impfens, das ist jetzt circa 150 Jahre alt und wird also immer mehr auch propagiert. Die Menschen haben es also bisher auch ohne Impfen geschafft. Das heißt, das zeigt ein eindeutiges Muster. Wie es scheint, spielt das jetzt eine sehr unbedeutende Rolle. Aber was uns umbringt, ist der Mangel an Sozialkontakten und die Angst vor allem. Die Angst ist etwas, was uns wahnsinnig lähmt. Das ist ja auch in dem Zusammenhang, vielleicht kann ich jedem empfehlen, vom Professor Mausfeld, wieso schweigen die Lämmer? Da erklärte er, wie die Angst als Herrschaftsinstrument für diese neoliberale Weltordnung dient, dass man die Menschen dauernd spaltet, CO2-Leugner, CO2-Nichtleugner, Pandemie-Leugner, Nichtleugner, Migranten, Nichtmigranten, Jude, Nichtjude, Moslem, nicht. Ja. Dieses dauernde Spalten der Gesellschaft ist ja etwas, das haben die Römer schon erkannt, divide et impera. Und vielleicht sollten wir uns wieder so ein bisschen besinnen und uns nicht so viel spalten lassen, sondern zum Beispiel das Gespräch suchen, den Augenkontakt wieder suchen. Ich gehe häufig, wenn ich auf der Straße bin und ich sehe dann Menschen, die mit der Maske gehen, ich grüße sie. Dann schauen sie mich manchmal verdutzt an. Beim zweiten, dritten Mal grüßen versuche ich dann, du, ich bin Arzt, machst du dir Sorgen wegen dem Virus? Und bisher habe ich immer erlebt, du, ja, wirklich, ja, na, erzähl einmal, ja. Und dann beginne ich zu reden und zu erzählen, in Liebe sozusagen aufeinander zugehen. Das sind, glaube ich, die Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Solidarität. Wir müssen das, was wir viel zu viel und viel zu lange kritiklos hingenommen haben, nämlich diese Vereinsamung in der Gesellschaft, dieses immer wieder Teilen. Ich glaube, an dem müssen wir arbeiten, dass wir alle erkennen, wir sind eine Menschenfamilie und was uns alle eint, jeden Menschen, wir wollen alle Liebe, wir wollen ein gutes Gefühl und wir wollen eine gute Zeit. Das ist etwas, das eint uns alle. Und wenn wir uns das wieder bewusst machen, glaube ich, sind wir gut gewappnet gegen alles, was in der Zukunft noch so kommen mag. Ja, genau, das ist eigentlich, glaube ich, das, was man wirklich auch so verfolgen kann. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, oh, sind wir doch froh, ist doch super, die Chance ist endlich da, der Wandel ist endlich da. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, das geht jetzt alles den Bach runter. So in die Richtung, aber natürlich alles, egal die Positivisten oder die Negativisten, im Endeffekt eint uns natürlich das, was wir im Endeffekt alle gemein haben. Ja, wir stehen ja das Ganze da auf dieser Welt ja nur deswegen an, weil wir gesehen werden wollen, weil wir in Liebe sein wollen, weil wir einen Sinn haben wollen, weil wir auch für jemand anders was tun wollen, ja, nicht nur für mich. Und ich denke, das gesellschaftliche Problem ist halt so, dass wir in die Richtung einfach kommen sind, dass wir extrem egoistisch geworden sind, ja. Dass wir glauben, das ist unser Seelenheil mittlerweile. Ich kann alles alleine, ich brauche niemanden mehr. Das ist so diese Illusion, die uns, glaube ich, so ein bisschen durch die Technik auch verklickert worden ist. Es ist uns alles möglich. Ich brauche niemanden mehr. Ich habe mein Notebook, ich habe meinen Internetzugang und ich habe genug Geld, um von da nach Thailand oder sonst irgendwo hinzufliegen. Ich habe die große Freiheit. Und im Endeffekt, glaube ich, haben wir alle nicht so wirklich mitkriegt, dass wir im Endeffekt immer mehr vereinsamen. Ja. Das heißt, Wir haben uns ganz, ganz viel auf diese technischen Dinge verlassen. Ich finde die auch toll, ich finde alles toll. Wir könnten da jetzt halt einfach so ein lässiges Gespräch führen, wenn das nicht wäre. Aber es hat halt alles im Leben seine zwei Seiten und ich habe sehr lange in Sucht und Abhängigkeitsbereich gearbeitet und weiß halt, dass alles sehr schnell mal auch in die andere Richtung gehen kann und du dann von was abhängig wirst und das dann unbedingt brauchst und dafür sehr viel anderes aufgibst. Ja. Und das ist halt auch genau das, was, glaube ich, gesellschaftlich einfach auch passiert ist, dass wir wirklich eigentlich schon Zuständen, wie du vorher schon gesagt hast, das ist ja nicht erst seit jetzt. Ja. Das ist ja eine Entwicklung, die ist ja schon lang und es ist immer eher mehr so aus der Sicht der Menschen, dass wir seit Jahren das mitgetragen haben, ja. Dass wir immer mehr in diese
Rolle eingegangen sind, ich hab's auch, ich hab was, weil ich brauche ja dieses und jenes und das ist cool und andere bestärken dich dabei, geh deinen Weg und mach das und was weiß ich was mit dem Laptop durch die Welt. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich die Chance, auch wenn es ein brachiales Erdbeben ist. Ja, ich glaube, das kann man nicht anders nennen. Man kann nicht sagen, das, ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, das ist ein sanfter Wandel. Ich weiß nicht, was da sanft ist. Für mich ist es ein brachiales Erlebnis, das wir alle noch nicht mitgemacht haben und auf das wir, glaube ich, auch gerne verzichtet hätten. Ja. Aber jetzt ist es mal da und vielleicht muss es auch so sein, die Chance, die wir wirklich haben, uns dieser Dinge wieder zu besinnen. Ja. Und das merkt man auch und ich hoffe auch, dass es genauso weitergeht, so wie du sagst, ich sehe jemand und ich grüße ihn jetzt. Ich lächle jemand vielleicht leichter mal an. Ich sage mir, okay, du danke, Entschuldigung oder sonst irgendwas oder geh vor. Ja. Also das ist schon was ich auch beobachte, ja, dass man denkt, dass es wirklich die Chance sein kann, indem wir uns dem auch wieder besinnen und den anderen auch dabei unterstützen. Ja, uns gegenseitig dabei unterstützen. Das, was ich vielleicht schon weiß oder an Erkenntnissen gewonnen habe, dem anderen auf meine Art und Weise beizubringen, so wie du das machst, auf deine Art und Weise deine Dinge weiterzubringen, ja, und zur Verfügung zu stellen für die anderen. Ja. Und jeder soll das ein bisschen so auf seine Art und Weise. Und ich denke, das ist die riesengroße Chance, die wir dahinter haben, in die Richtung zu schauen. Blöd wird es, wenn wir zu sehr in die andere Richtung schauen und vor lauter Angst uns immer mehr anpassen und irgendwie hoffen, dass das hoffentlich mal aufhört. Dann haben wir dieses Spiel, ne? Kleiner Finger, 2, 3, 4, 5 und plötzlich ist die ganze Hand weg. Und das ist das, was immer wieder so ein bisschen reinkommt, wo ich auch merke, da komme ich in die Angst. Ja? Mhm. Aber schlussendlich ist es das, dass man sagt, okay, es ist wichtig zu schauen, wo ist das, wo ich wirklich Mensch bin und was mich wirklich berührt und wie kann ich andere berühren? Und ich denke, dann haben wir eine wahnsinns gute Chance. Und dann ist es wahrscheinlich auch das, was wirklich an der Zeit ist, umzusetzen. Wollte jetzt einfach nur mal sagen. Ja, nein, ja. Es gibt dieses schöne Zitat, der Mensch wird Mensch durch Mensch. Ja. Alleine auf einer Insel wäre mein Verhalten instinktiv. Das heißt, ich würde mich kümmern um Fressen suchen, um Schutz vor Witterung, Schutz vor Fraßfeinden. Und das wäre es. Ja. Das wäre ein instinktives Leben. Aber erst dadurch, dass ich mich mit Menschen vernetze, leide, liebe, diskutiere und, werden wir bewusst. Wir beobachten das ja. Ich habe diese Erkenntnis, ich fahre viel mit dem Motorrad und war in Rumänien und da gibt es Wildhunde. Und wenn du oben auf dem Berg in den Karpaten solchen Wildhunden begegnest, da brauchst du nicht hingehen und sagen, komm, ich möchte dich streicheln. Ja, der macht Flapp und die Hand ist ab. Ja, die zerlegen dort auch richtig Schafe. Und also das sind Wildhunde, Wildwölfe. Nimmst du so einen Hund? Gibst du ihm Schutz vor Witterung, gibst du ihm Nahrung und, entwickelt dieses Tier plötzlich bewusste Züge. Es freut sich, es spielt mit dir, ja? Es ist eifersüchtig, ja? Es wird bewusster. Das ist ja etwas, was alle Lebewesen innewohnt. Und ohne dich wäre ich jetzt kein YouTuber. Ohne den Menschen wäre ich kein Arzt, wäre ich kein Papa. Ich bin, weil wir sind. Ich werde ja zu dem, was ich bin, durch den anderen. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich jetzt schon ein wunderbares Abschlusswort, lieber Jaroslav, wobei immer noch so viele Fragen da sind, die so ganz praktikabel sind. Aber ja, genau, wir sind und wir sind nicht allein. Ich glaube, das sollte man wirklich einmal so, wir können nicht allein sein. Steht sie einmal so in dem Satz oder in diesem Wunsch von Menschen da, die sagen, ja, was würdest du am liebsten machen? Ja, wär's am liebsten allein auf einer einsamen Insel und wird so, was weiß ich was, die Sonne auf den Kopf und mit einem Bacardi. Aber ich glaube, die würden sich schön anschauen. Das ist das, was wir jetzt einfach merken. Ja, was es wirklich ist, wenn wir uns abgeschlossen fühlen. Ja, das ist, und das ist auch so, und das würde ich auch gerne nur ansprechen, weil es mir gerade anfällt. Ich stelle für mich immer fest in den letzten Wochen, also bis auf das, dass wirklich meine Freundin wirklich einfach nicht da ist und sie mir natürlich fehlt und ich natürlich den Kontakt mit ihr, auch den körperlichen Kontakt, dass mir das fehlt,
Alle anderen Sachen sind eigentlich relativ angenehm, muss ich sagen. Ja? Die Homeoffice ist alles gut, es läuft. Ich habe relativ viel Zeit. Ja? Ich gehe raus. Ja? Ich gehe auch raus. Ich bin mehr draußen wie vorher. Ja? Da hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Ich bin auch eher ein Typ, der viel mit sich alleine ist. Also ich treffe mich nicht jeden Tag mit 5 Spätzeln. Ja? Sondern ich bin auch viel allein. Ich mache auch viel allein und mag das auch. Nur das, was ich wirklich merke, was wirklich schwierig wird, ist so dieses Gefühl, ja, der Ohnmacht. Ja, magst du noch was dazu sagen? Wirklich so diese Ohnmacht, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt wo und eigentlich kann ich nicht aus. Ich kann nicht wirklich jetzt sagen, okay, jetzt schaue ich, dass ich mal Luft mache. Verstehst du? Und das ist sozusagen mit diesem Verbot der Versammlung, das Versammlungsverbot, denke ich mal, da haben sie uns echt irgendwie den Sack ziemlich zugemacht. Ich gebe da immer, oder ich rede auch mit Menschen und dann höre ich das und dann gebe ich immer dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film Matrix gesehen hast. Ich kenne ihn, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Okay, ich sage immer, das war eigentlich kein Film, das war eine Dokumentation. Also empfehle ich wirklich, sich einmal anzuschauen, okay, den ersten Teil, vor allem bei Matrix. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, dass viele aus dieser Matrix aufwachen, weil sie glaubten oder viele von uns glaubten, frei zu sein, aber in Wirklichkeit, was führten wir denn für ein Leben? Wir standen in der Früh auf, gingen zur Arbeit, dann konsumierten wir, kauften uns Dinge, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, um anzugeben vor den anderen, weil wir damit zeigen wollten, wie toll und wie gut wir sind. Gleichzeitig wurden wir immer leerer. Und ich glaube, man kann jetzt die jetzige Situation, ich meine, ich versuche jeden Tag gegen diese, nennen wir es dunklen Mächte, nennen wir es Globalisten, du kannst das mit irgendeiner Worthülse versehen, da versuche ich natürlich dagegen anzukämpfen, aber dieses Inner Engineering, dieser Blick einmal ins Innere, aha, was habe ich bisher eigentlich gemacht? Wie habe ich mich bisher positiv bei der Gesellschaft beteiligt? Was habe ich eigentlich für Ängste? Wieso habe ich überhaupt diese Ängste? Ja? Das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt in dieser Phase einmal sehr genau hinterfragen können, wo wir sehr viel Zeit haben. Und ich glaube, wenn man sich da beginnt, in seinem eigenen Tempo mit diesen Dingen beschäftigen, dann wird man merken, dass man eigentlich beginnt, jetzt aus einem Gefängnis auszubrechen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir werden eingesperrt, es wirkt so, aber was eigentlich auch passieren kann, ist, dass wir merken, wir beginnen aus unserem eigenen Gefängnis, das wir uns selber gemacht haben, in Form von Wünschen, Begierden, in Form von Neid und, dass wir anfangen können, aha, das war alles eigentlich nur eine Plack, ein Kopfkino. Und dann kommt automatisch die Frage, was oder wer bin ich eigentlich? Und ich bin jetzt kein Buddhist, weil die Buddhisten auch so eine blutrünstige Sekte sind, aber sie haben sehr viele Gleichungen, die das sehr schön umschreiben. Erkenne, dass du das Erkennen bist und nicht das Erkannte. Identifizier dich nicht mit diesem Content, mit der Handtasche, mit dem Auto, mit deinem Job, mit. Ja. Mit dem Lebensumstand. Jetzt hast du natürlich wieder so ein Schlagwort mir vorgeworfen, Buddhisten, eine blutrünstige Sekte. Das gibt es, wenn dich das interessiert. Das würde jetzt gerne auf den Zuschauer. Hinter dem Lächeln des Dalai Lama, okay. Das ist von Guldner eine Doku. Ich habe zu dem Thema mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Bücher. Unser Dalai Lama, der war der Chef der Gelbmützen. Die Gelbmützen in Tibet, das war eine der blutrünstigsten Sekten dort. Die haben also wie bin ich zu dem Thema gekommen? Einfach einmal in Tibet stehen vor so einem Palast auf über 5000 Meter und dann fragt man sich, na, wer hat denn das eigentlich erbaut? Ja, das sind teilweise 20, 30 stockwerkige Paläste und da ist natürlich klar, dass das nicht der Dalai Lama war, der das erbaut hat, sondern das waren Sklaven. Und da gibt es mittlerweile auch sehr viel Literatur, die haben diese einzelnen Clans in Tibet, die haben gewetteifert, wie man zum Beispiel
den Menschen die Haut abzieht und wie lange man sie aber dann noch beim Leben hält. Da gibt es auch Fotoaufnahmen, also da gibt es ganz wilde Dinge. Gibt's wirklich. Als Einstieg empfehle ich, das war auf der Uni Wien ein Vortrag hinter dem Lächeln des Dalai Lamas. Guldner, er belegt das auch sehr schön mit Dokumenten, mit Fotoaufnahmen. Es gibt mittlerweile viele, die darüber reden, auch Menschen, die in Tibet gelebt haben über Jahrzehnte. Man muss aber dazu immer sagen, Buddha war kein Buddhist, Jesus war kein Christ und Mohammed war kein Moslem. Also das haben wir Menschen draus gemacht. Das waren sehr, sehr weise Menschen, die genau das erkannt haben, dass die Materie eigentlich nur eine Fiktion ist und dass unser Bewusstsein, dass alles im Bewusstsein steckt. Und sie haben es halt versucht, mit verschiedenen Worthülsen auszudrücken. Aber das, was zum Beispiel die Menschen aus dem Buddhismus gemacht haben, das hat keine schöne Geschichte. Und wenn man das dann einmal gelesen hat, ich habe dazu auch viele Bücher, kann ich dir, wenn es dich interessieren sollte, dann auch einmal schicken, dann kriegt man Buddhismus eine ganz andere Blickrichtung. Okay, ja, spannend. Spannend, es scheint so zu sein, dass sich da wirklich viele, viele Dinge da auch auf eine dramatische Art und Weise in der jetzigen Zeit auch umkehren und die andere Seite der Medaille einfach auch zeigen. Neu bewertet, ja. Ja, spannend. Ja, Jaroslav, also herzlichen Dank jetzt einfach einmal für das, finde ich, sehr, 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 sehr feine Gespräch eben auch, dass es nicht einfach nur so ganz typisch abgelaufen ist, ja, Corona, das und jenes und dann noch mit ein paar Verschwörungstheorien zu würzen, sondern das Ganze auch einfach mal so im ganzheitlichen Sinne auch ein bisschen mit ja, Menschlichkeit und ein bisschen Psychologie und Gründen, warum was so ist, auch zu würzen, hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Jetzt hoffe ich nur, dass das auch gut aufgenommen hat, dass die Qualität halbwegs passt. Ja, sage jetzt auf jeden Fall nochmal ganz offiziell herzlichsten Dank für dieses schöne, schöne Gespräch für heute. Ja, und liebe Zuseher, ich hoffe, ihr habt echt einen guten Mehrwert aus diesem Interview. Ja, Jaroslav Belski, Zahnarzt, ein total interessanter Typ, glaubt man gar nicht, was da alles so los ist. Ich sage immer dazu, das sind so Menschen, die kannst fragen, was du willst, die haben auf alles eine Antwort. Wahrscheinlich nicht auf alles, aber auf vieles. In dem Sinne, wisst ihr, bleibt uns treu und schaut weiter auf meinen Kanal und vor allem informiert euch und das Ganze ein bisschen verinnerlichen zu lassen, auch wirklich die Chance jetzt auch mal nutzen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ja, ich bin, wie gesagt, kein Verfechter und nutzt die Chance und alles wunderbar. Es ist auch ein Loslösungsprozess von vielen, vielen Dingen, der schmerzlich ist und hinter dem Schmerz und hinter dem Weh kommt immer wieder was zum Vorschein, was neu erblühen möchte. In dem Sinne, alles, alles Liebe, bleibt gesund, werdet gesund, wenn es noch nicht Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus. Alles Liebe.